Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu unserem netten Automatisierungsspiel zu Odd Sparks. Heute sollen wir das Forsthaus bauen. Dafür müssen wir noch ein paar Holzscheite besorgen. Das lassen wir natürlich wieder unsere Sparks hier machen. Die sollen noch ein paar Kiefernbäumchen fällen. Gucken wir mal, wo noch ein paar sind. Großen Käfern kriegen sie ja noch nicht hin. Halt, hier hinten ist noch ein kleines Bäumchen. Das klopft ihr mal bitte weg. Ich glaube, das war jetzt nicht richtig. Hat irgendwas anderes gemacht. So, jetzt macht er, was er soll. Müssen wir noch die anderen Stämme holen gehen. Die liegen auch noch hier irgendwo im Wald. So, Steine brauchen wir auch noch. Muss wieder drehen. Ich mag das irgendwie nicht. Ich brauche immer Norden oben. Weiß auch nicht. Als alter Landkarten-Fan. So, das geht besser, wenn ich es selber mache. Kiefernbäumchen. Hier ist noch eins. Hier sind auch noch welche. Da werfen wir auch noch einen hin. Da ist wieder eine antike Truhe. Gucken mal, was da drin ist. Blätter und ätherische Scheiben. Lass mal erstmal da drin, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wollen jetzt nicht hier tausend Sachen rumtragen, die wir eh nicht brauchen. So, gut, jetzt können wir mal gucken, ob wir das Forsthaus bauen können. Was sollten wir hier vorne auf diesem hohen Baum errichten? Auf diesem hier. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das der ist. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen verlaufen. Ich wollte eigentlich woanders hin. Hierhin wollte ich. Zu dem Baum. Das ist der. So, dann öffnen wir mal das Baumenü. Forstmaschine. Also, wir haben alles, was wir brauchen an Ressourcen. Und jetzt so war es das schon. Ja, ich glaube, das war's schon. Jetzt haben wir hier eine Forstmaschine stehen. Unendliche Ressource. Holzscheit herstellen. So, da müssen wir jetzt einfach einen Sparky da rein tun. Oder Spark. Und dann sollte das loslaufen.
So, und schon produzieren wir jetzt wohl unendlich viele Holzscheite. Das ist natürlich cool. So kommen wir dann auch zu was. Jetzt gucken wir mal in unsere Questreihe, was wir denn noch so machen sollen. So, der Forscher braucht auch 100 Holzscheite, 20 Ätherstücke und einen Stumpy Spark. Er braucht 3 Stumpy Sparks. Gut, Kantholz, da brauchen wir dann das Sägewerk. Und Holzscheite. Also Holzscheite, Stumpy Sparks, Ätherstücke. Wir werden jetzt also auf jeden Fall erstmal 4 Stumpy Sparks herstellen. Sammeln wir mal das Holz von hier ein. Holen das hier rein. Dann tun wir noch ein Ätherstück dazu. Gleich noch da rein. Nö, mag's nicht. Aber das reicht ja auch. 20 reichen genau für 4. Dann brauchen wir auch nichts dazu tun. Ah ja, da erfasst scheinbar nur 20. Dann muss ich die wieder rausholen. So, also, es arbeitet, wie ihr seht. Mal ein bisschen dieses Forstgebäude hier anschauen, wie das eigentlich so arbeitet. Ist ja schon interessant. Diese Äxte da, die schlagen da nach oben. Wer denkt sich denn sowas aus? Und hier unten liegen dann die Stämme. Gehen da wirklich 20 rein? Nee, oder? Hey, man sieht nur 4 liegen. Also, die Stumpy Sparks brauchen wir. 100 Holzscheite müssen wir mitnehmen. Sechzig haben wir jetzt. Da können wir noch ein bisschen Ätherstücken sammeln gehen. Da schmeißen wir noch einen hin. Soll er mal noch ein paar Hoppler platt machen. Warum bringt er mir eigentlich immer nur einen so einen Teil und die anderen muss ich dann selber einsammeln gehen? So, noch einmal. Dann müsste es reichen. Sicherlich kann man dann später weiter automatisieren. Bin ich mir sicher, dass man dann die Sparks automatisieren kann, dass die Stämme von hier zum Sägewerk tragen und so weiter und so fort. Das kommt dann bestimmt.
dass das hier keine unbegrenzten Ressourcen hat, ist ja auch klar. Sonst haben wir ja hier hunderte von Baumstämmen dann relativ schnell. So, jetzt gehen wir mal. Wir müssen jetzt zu. Zu wem? Ich glaube, zu der noch nicht. Was wollte der hier haben? Ich. Also, zum antiken Forscher wollten wir gehen. Und zur Quartiermeisterin. Wir können natürlich auch hierher bringen, das Sachen, die Sachen. Zu dem. Fürster, aber jetzt wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt gehen wir zur Quartiermeisterin und schmeißen die Sachen da rein. 3 Stumpy Sparks. So. Quest erfüllt. Abschließen. Es funktioniert. Sie laufen die Pfade entlang. Sie können sogar Gegenstände von Gebäuden, an denen sie vorbeikommen, abholen und abliefern. Genau, das ist wichtig. Aus irgendeinem Grund laufen sie immer nur auf der rechten Seite des Pfades. Hier, ich zeige dir, wie du einen einfachen Pfad baust. Das haben wir jetzt quasi als Belohnung bekommen. Pfadebaumodus geht das dann. Da ist der Pfadebaumodus. Okay. So, bis jetzt. Probier es aus. Die Quartiermeisterin erklärt Schritt für Schritt, was du tun musst, um zu verstehen, wie genau die Sparks funktionieren. Baue eine Forstmaschine. Das habe ich doch schon. Verbinde die Forstmaschine mit dem Stumpy Spark Schrein. Wirf Stumpy Spark Sparks auf Pfade. Transportiere Holzscheit, Herstellung von. Na, okay. Das ist manchmal bei diesen Quests das Problem. Wenn man zu schnell ist, macht man die Sachen umsonst, aber es zählt. Ha, es hat mir die Forstmaschine angerechnet. Dann ist ja alles gut. So, die Bürgermeisterin ist noch nicht dran. Da brauche ich das Sägewerk dazu. Jetzt muss ich noch zu dem Typen hier gehen. Der wollte einen haben. Er wollte 20 Ätherstücken haben. Scheite. Das Spiel fängt gerade an, richtig Spaß zu machen. Glaubt er das? Gut. Haben wir das auch erledigt. Ich weiß, das ist eine ganze Menge, aber ich bin sicher. Oh, du hast schon alles besorgt. Ja, klar. So, kriegen wir eine Waldspark-Werkbank. Ich bin fertig. Ich sehe keine Möglichkeit, das hier ohne ein kleines Fundament zu bauen. Die Rohrleitungen sind entscheidend und ich schaffe es nicht, sie identisch nachzubauen. Aber dafür ist es jetzt prozessunabhängig. Das bedeutet, dass du damit andere Arten von Sparks herstellen kannst. Was? Ich weiß, dass es draußen mehr Schreine gibt. Ich wette mit dir um ein warmes Abendessen. Dass es auch noch mehr Sparks gibt. Oh, ich dachte immer, dass diese Statuen kleine Gottheiten darstellen. Aber dass sich hinter ihnen diese Kreaturen verbergen, ohoho. So ist schon spät am Abend, mit dem Lesen klappt es gerade nicht mehr so ganz. So, der hat jetzt keine neue Quest. Dann gehen wir wieder in den Wald. Gucken mal,
dass wir jetzt da einen Pfad bauen. So, also die Forstmaschine mit dem Stumpy Spark Schrein verbinden. Von hier nach da. Einfacher Pfad. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Oder war es das noch nicht? Holen erstmal das Holz daraus, dass es weiter arbeitet. Irgendwie war es das noch nicht so ganz. Halt. Das wollte ich nicht. Geh, brauchen wir. Die Forstmaschine mit dem Stumpy Spark Schrein. Das hat es jetzt noch nicht so ganz gemacht. Wirf. Ah, doch, jetzt zählt. Ich stand da drauf, deswegen. Wirf Sparks auf Pfade. 3 Stück muss ich drauf werfen. Muss ich erstmal 3 haben. So, dann müssen wir vielleicht hier noch welche herstellen. Gut. Während das jetzt hier arbeitet, gucke ich mal, dass wir noch ein paar Hoppelfeldweber jagen. Den Ätherstücke können wir ja immer gut gebrauchen. Ist ja klar, da ist auch noch einer. Sind wir dann auch bald soweit. Sobald der dritte fertig ist, nehmen wir ihn raus. Und ich habe ja jetzt 10 Stück. Naja, hätte ich jetzt doch nicht produzieren brauchen. Wo habe ich denn die aber hergekriegt? Jetzt habe ich schon ein ganzes Rudel von denen hier. Ach, ich muss aber auch 10 herstellen. Jetzt werfen wir die mal hier auf den Weg. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Und noch ein. Ja, das ist ja lustig. Das ist ja echt witzig. Jetzt fangen die an, hier rumzulaufen. So, ich muss 10 Stumpy Sparks herstellen.
müssen also noch 6 da rein tun. Ist ja lustig, wie der da rumrollt. Ist schon ein witziges Spiel. Macht echt Spaß. Ja, die Abwechslung macht. Das ist was völlig anderes als Railroader oder Workers and Resources. Einfach cool, aber. So, das machen wir jetzt hier noch voll. Und wenn wir alles produziert haben, dann denke ich, dann hören wir auf für heute. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Aber ich glaube, ich kann es nicht einem Einzelnen sagen, dass der hier aufhören soll. Denn ich denke, würden eigentlich auch zwei reichen. So, das heißt jetzt aber, wenn ich hier dann meine Produktionsketten baue, dass ich mit den Wegen aufpassen muss, dass die auch immer die richtigen Wege gehen. Und da finden die automatisch die Wege. Also wenn die jetzt hier automatisch die richtigen Wege finden, dann werden sie intelligenter als die Helfer im Landwirtschaftssimulator. Weil die finden öfters nicht die Wege. Ach, seht ihr, jetzt ist hier voll. Na gut. Müssen jetzt nicht warten, bis hier die 10 voll sind. Das gibt es nichts mehr her. Dann denke ich, oder ja nicht, ich denke, wir machen es so. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir haben ja noch ein paar Quests, die wir hier machen müssen. Wir können jetzt als nächstes das hier abschließen. Und das Holzbau 1 auch, da müssen wir noch 100 Holzscheite zum Förster bringen. Dann kriegen wir das Sägewerk. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich warte jetzt hier einfach mal, bis ich genug Holz habe. Und dann geht's los. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.